Und den dafür zuständigen Gesundheitsminister Johannes Rauch begrüße ich jetzt live in unserem Interviewstudio. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Minister, Sie wurden genau heute vor einem Monat angelobt. Bisher, wie sind Sie denn mit Ihrem eigenen Pandemie-Management zufrieden? Sind Sie überhaupt zufrieden? Ich bin nicht schnell zufrieden und schon gar nicht in einer Situation, in der ich eingestiegen bin, wo die Infektionszahlen massiv nach oben gegangen sind. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Ich hatte zu Beginn meiner Amtszeit etwa 40.000 Neuinfektionen pro Tag, dann den Höchststand mit 60.000. Meine Reaktion dann, die Maskenpflicht wieder einzuführen, heute aktuell bei 13.000. Wir sinken und mein Bestreben ist es jetzt, wurde angesprochen im Beitrag, gut vorbereitet in den Herbst und Winter zu gehen. Ihr Bestreben war es aber auch, und Sie haben Ihre eigenen Ansprüche ja genannt, nämlich Klarheit und einheitliche Regeln zu implementieren. Jetzt muss man mit dieser Teststrategie sagen, das ist nicht der Fall. Da sind Sie gescheitert oder an Ihren eigenen Ansprüchen. Na, wissen Sie, ich habe ja ein paar Dinge geerbt. Ja. Unter anderem die Impfpflichtkommission, die die Aussetzung der Impfpflicht empfohlen hat. Die neue Teststrategie war schon ausverhandelt. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Öffnungen am 5. März für mich eigentlich zu früh gekommen sind. Hätte ich so nicht gemacht, auch in dieser Deutlichkeit nicht. Hätte die Masken beibehalten, nützt jetzt nichts. Ich gehe davon aus, das hat Peter Hacker zu Recht angesprochen, ich habe mich letzte Woche mit den Landesgesundheitsreferentinnen zusammengesetzt. Wir sind da einen ersten Schritt gegangen in der Vorbereitung für den Herbst und für den Winter. Es wird sicher nicht so sein können, dass wir im dritten Pandemieherbst, den wir vor uns haben, sagen können, wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber bevor wir zum Herbst kommen, Herr Minister, die aktuellen Testregeln, die sorgen wirklich für Verwirrung, weil die sind nicht einheitlich. Und zwei Fragen dazu. Vor allem die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Hausärzte, Zahnärzte beklagen, dass sie nur begrenzt testen dürfen. Das ist aber ein sensibler Bereich. Ebenso Angehörige von Menschen, meist sind das Oma und Opa, die eben nicht im Pflegeheim gepflegt werden, sondern zu Hause. Und das ist der Großteil. Haben Sie auf diese Menschen vergessen oder ist das Absicht? Nein, es hat ja zwei Zugänge gegeben, wenn es um die Teststrategie geht. Die einen wollten die Tests überhaupt beseitigen, haben verwiesen auf andere europäische Länder, wo man alle Corona-Maßnahmen beseitigt hat, die Testregimes komplett heruntergefahren hat. Das wollten wir nicht, das wollte ich nicht. So ist herausgekommen, eine Kompromisslösung, 5 PCR-Tests gratis weiterhin, auch 5 Antigen-Tests. Und, das ist wichtig, wir haben ein System, das wir im Herbst, wenn es darauf ankommt, wieder hochfahren können. Aber die Frage war ja, wird es hier Anpassungen für diese Menschen geben, für Hausärzte, Hausärztinnen, für Angehörige von Pflegenden zu Hause? Wissen Sie, die Situation ist so, dass wir jetzt eine Gott sei Dank sinkende Anzahl an Neuinfektionen haben. Wir gehen in eine ruhigere Phase der Pandemiebekämpfung hinein. Und das gehört schon auch zum ruhigen Handwerk dazu, nicht sofort an jeder Schraube zu drehen, dass sich die Leute dann überhaupt nicht mehr auskennen. Also bei dem Testregime, das wir jetzt haben, bleibt es einmal, jedenfalls bis zur Vorbereitungsarbeit, die wir für den Herbst leisten, auch entlang von verschiedenen Szenarien. Und es wird da aus meiner Sicht jetzt nicht mehr herumgeschraubt. Gut, also keine weiteren Ausnahmen. Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen Klarheit in eine andere Frage bringen, die Hunderttausende Betroffene beschäftigt, deren grüner Pass schon bald in den nächsten Wochen ausläuft. Was dürfen die sich erwarten? Das ist uns bekannt. Wir kennen die Zahlen, wann welche Pässe auslaufen. Natürlich werden wir da Regelungen finden, dass jemand, der auf Urlaub fahren will, nicht plötzlich vor der Situation steht, auf sein Handy zu schauen und der Pass ist rot. Es wird da hat der Landeshauptmann von Vorarlberg ja schon einen Zuruf in eine Richtung gemacht, der unnötig war, weil die Dinge schon vorbereitet sind, und nämlich wie? Die Pässe zu verlängern. Aber ab wann und wie lange? Jetzt ist es ja so, nach dem dritten Stich gilt das 270 Tage, also 9 Monate. Das wird spätestens Anfang der nächsten Woche fixiert sein und dann auch kommuniziert werden, also rechtzeitig. Ja, aber das ist nur eine Ankündigung. Wir wollen ja wissen jetzt, ab wann, beziehungsweise können Sie uns nur eine Perspektive geben, also bis zum möglicherweise vierten Stich im Herbst? Ich habe gelernt, in der Pandemiebekämpfung mach keine Ansagen, die du nicht einhalten kannst. Das wird bekannt gegeben, wenn es fertig ist, wenn es fixiert ist, wenn es mit den Ländern auch kommuniziert ist, und zwar vorher. Das wird Anfang der nächsten Woche der Fall sein. Gut, aber eines dürfen wir mitnehmen. Für all jene, wo der rote Pass bald in den nächsten Wochen auch Tagen, bei ein paar ist es schon der Fall, jetzt rot aufscheint, der wird verlängert, ohne sich jetzt zusätzlich impfen lassen zu müssen.
Niemand wird vor der Situation stehen, nicht in Urlaub fahren zu können, weil sein Pass rot ist. Okay, also eine Verlängerung, die nehmen wir mit. Dieser vierte Stich, um den wird derzeit viel diskutiert. Ihr deutscher Kollege, auch Epidemiologe im Brotberuf, Karl Lauterbach, macht sich dafür stark, diesen vierten Stich EU-weit für alle über 60-Jährigen zu implementieren. Wollen das auch Sie? Es hat beim Treffen der europäischen Gesundheitsministerinnen und Minister, Karl Lauterbach war mit dabei, das Übereinkommen gegeben, dass man hier europaweit einheitlich vorgehen will. Es wird eine Empfehlung der Europäischen Kommission geben, die ist angekündigt für nächste Woche. Da wird die Entscheidung fallen. Für alle über 60-Jährigen? Es wird eine Empfehlung geben, wie insgesamt mit dem vierten Stich umgegangen wird, ab wann er verabreicht werden soll und wie da vorgegangen wird. Das ist schon auch Absicht, in Europa zu einheitlichen Regelungen zu kommen. Das wird auch in Österreich dann so umgesetzt werden und daran orientieren wir uns. Gut. Um die Immunität vieler aufzufrischen, derzeit haben nur knapp 54% diese drei Stiche. Jetzt sagen Sie ja selbst, die Impfpflicht, die haben Sie nur mal auf Eis gelegt, die ist, Zitat, nicht tot. Und da müsste mir laut Impfkommission ja auf 80% kommen. Also wenn wir so weiter impfen, werden wir das in den nächsten Jahren erst schaffen. Das ist dann zu spät. Haben Sie einen Stichtag, Herr Minister? Bis wann müssen wir ungefähr in der Nähe von 80% sein, damit diese Impfpflicht nicht scharf gestellt wird? Naja, die Impfpflichtkommission, die wird ihren nächsten Bericht vorlegen Ende Mai, wird dann eine weitere wissenschaftliche Einschätzung auch abgeben. Und was klar ist, wir wissen ja nicht, was im Herbst auf uns zukommt. Viele rechnen mit einer nächsten Welle. Wir planen in Szenarien. Es wird darauf ankommen, welche Virusvariante wir im Herbst haben. Da gibt es eine große Bandbreite. Klar ist auf jeden Fall, wir haben jetzt eine hohe Anzahl von Menschen, die ist genesen. Wir haben auch eine hohe Anzahl von Menschen, die ist zweimal geimpft. Und die Botschaft der Expertinnen und Experten lautet, je näher an den Herbst wir heranrücken, desto besser ist es dann, die dritte oder vierte Impfung zu machen, weil wir eine gewisse Nähe zu einer möglichen nächsten Welle brauchen. Und das wird, wenn Sie mich fragen, im August, September der Fall sein. Er war umgelegt jetzt auf das Impfschneckentempo, so muss es man ja nennen, das wir derzeit haben. Wird das wahrscheinlich nur verpflichtend gehen, wenn das so weitergeht? Nein, das glaube ich nicht, weil natürlich entlang der Bereitschaft von Menschen, sich impfen zu lassen, die war ja auch da beim ersten, beim zweiten Stich, vor allem in den Altersgruppen 60 plus. Die Leute wissen das. Und wenn dort die Information gegeben wird, ihr bekommt eine gute Sicherheit, nicht schwer zu erkranken, nicht auf der Intensivstation zu landen, wenn ihr diese Auffrischungsimpfung macht und dann das möglicherweise unterlegt wird durch eine direkte Aufforderung an diese Personen, eine Einladung zu einem Impftermin, dann gehe ich davon aus, wird die Bereitschaft hoch sein, sich auch impfen zu lassen. Der Appell, den haben wir gehört. Herr Minister, kommen wir noch mal zu Ihren Ansprüchen. Sie haben Klarheit versprochen und einheitliche Regeln, am besten aus einem Guss. Wenn wir jetzt auf den Herbst sehen, ist das Ihr Ziel, einheitliche, nämlich bundeseinheitliche Regeln in allen 9 Bundesländern, von der Maske bis zu den Tests? Das war 2 Tage lang Thema bei der Konferenz der Landesgesundheitsreferentinnen. Ein Austausch, den es in dieser Intensität lange nicht gegeben hat. Ich habe mich dahingesetzt, genau mit dem Anspruch. Lasst uns darüber reden. Wie schaffen wir mehr Einheitlichkeit, mehr Klarheit, mehr Nachvollziehbarkeit? Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Das wird nicht in ganz allen Fragen gehen, aber in den Grundregeln der Corona-Bekämpfung wird das möglich sein müssen. Daran arbeiten wir. Die Länder haben ihre Bereitschaft bekundet, sich da einzuklinken. Und da bin ich guten Mutes, dass wir was zusammenbekommen. Was wird dann in den nächsten Wochen passieren, wenn die Ersten kommen und sagen, okay, die Maskenpflicht, die soll nicht verlängert werden, die Zahlen sind toll, es wird warm. Denn Ihre oberste Gesundheitsbeamtin sagt, mit dem Thema ist sie quasi durch, Maske auf und ab. Am besten, wir lassen die in Innenräumen auf, und zwar über den Sommer. Naja, wissen Sie, ich orientiere mich da schon an den Empfehlungen der Wissenschaft und auch, was dort an Empfehlungen gegeben wird. Sie ist die Gecko-Chefin. Sie ist die Gecko-Chefin, aber es gibt eine Reihe von Expertenstäben, die medizinisch argumentieren, die aufgrund der Fachlichkeit argumentieren, die internationale Erfahrungen mitnehmen, die jetzt auch mitnehmen, was sind die Forschungsergebnisse in Israel. Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die berücksichtigt werden. Was Faktum ist, wir haben jetzt eine befristete Regelung, die geht bis Samstag vor Ostern. Solange gilt die Maskenpflicht. Wir werden nächste Woche entscheiden, was dann darüber hinaus passiert.
Gut, wollen Sie uns jetzt nicht verraten. Herr Minister, wir sind jetzt schon weit in der Zeit und das ist die eine Krise, nämlich die Pandemie. Aber eine andere können wir nicht auslassen. Die trifft nämlich alle schon mit voller Wucht die Teuerung. Und da sind Sie als Sozialminister gefragt. Heute im Parlament, wir sehen Sie, Oppositionschefin Pamela Rendi-Wagner. Hat die Regierung nichts Geringeres vorgeworfen als Untätigkeit? Daher die ganz konkrete Frage an Sie als Sozialminister. Wird es weitere Maßnahmen, auch Milliardenpakete gegen die Teuerung geben? Ich finde den Vorwurf der Untätigkeit ein wenig frivol, wenn ich daran denke, dass wir 4 Milliarden Euro an Entlastung auf den Weg gebracht haben seit Beginn des Jahres. Wenn ich daran denke, dass eine Mindestpensionistin, ein Mindestpensionist um 1.000 Euro jährlich mehr auf dem Konto hat wie noch vor 2 Jahren, dann finde ich diesen Vorwurf etwas weit hergeholt. Aber die Frage ist ja, reicht das? Die Inflation wird weiter steigen. Das rechnen uns alle Expertinnen und Experten vor. Richtig ist, die Inflation ist da, es ist auch der Krieg in der Ukraine da, es ist auch eine Menge Spekulation auf den Energiemärkten im Gange, wo wir jetzt sehr genau drauf schauen, gibt es da Möglichkeiten einzugreifen. Und ich sage Ihnen eines, die beste Vorsorge gegen Armut ist, die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Da ist Gott sei Dank Entspannung am Arbeitsmarkt in Sicht. Und was es auch brauchen wird, und darüber werden wir reden müssen, ist, wie sich die Einkommen in den letzten 10 Jahren entwickelt haben und wie sich die Vermögen entwickelt haben. Also Vermögensteuern. Da ist ein Spalt in der Gesellschaft entstanden, der so nicht gut ist, der auch den sozialen Frieden gefährdet. Und da wird man hinschauen müssen. Da werden Sie viel Gesprächsbedarf mit Ihrem Koalitionspartner haben, der ja bekanntlich gegen Vermögensteuern ist. Aber letzte Frage, Sie haben es angesprochen, bei den Gewinnen, zum Beispiel von Ölkonzernen, ist das eine Maßnahme, nämlich hier Abgaben zu fordern? Ich habe es gesagt, da ist ja inzwischen eine Spekulationsblase in Gang gesetzt worden, wo Geld gemacht wird auf Kosten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und da, meine ich, muss man regulatorisch in den Markt eingreifen. Wo der Markt versagt, muss die Politik eingreifen und gegensteuern. Und ja, da ist mir jede Reaktion recht, die diese Auswüchse einbremst. Steuern auf Windfall-Profits zum Beispiel, meinen Sie? Das ist eine Möglichkeit und ich kann es einfach nicht tatenlos hinnehmen als Sozialminister, dass auf der einen Seite Milliardengewinne geschrieben werden und auf der anderen Seite die Leute nicht wissen, wie sie ihren nächsten Einkauf bezahlen können. Eine von vielen Maßnahmen, die Sie in Aussicht stellen. Herr Minister, ich sage danke für das Interview. Ich danke Ihnen.